Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zu diesem heutigen Frisurenfreitag werde ich euch meine Engelslocken, Beachlocken, Mermaidlocken, wie auch immer sie im Netz genannt werden, ich werde sie euch auf jeden Fall zeigen. Und dazu benutze ich ein ganz besonderes Produkt, was ich euch auch vorstellen möchte. Und zwar benutze ich den Lockenstab von Numi und ihr habt die Möglichkeit, einen Rabattcode zu bekommen, um 40% auf euren Einkauf zu erhalten. Alles wird in der Infobox stehen und ich werde es auch nochmal im Laufe des Videos einblenden, damit ihr wirklich über alles Bescheid wisst. Aber ja, das Wichtigste ist auf jeden Fall meine Technik, die ich euch gleich im Anschluss zeigen werde. Dort werde ich euch wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie ich meine Locken mache. Ich werde oft angefragt, ob ich das nochmal abdrehen könnte, weil ich sehr gerne Locken trage und ja, ich denke, ich muss das mit euch teilen, weil warum nicht, oder? Warum nicht? Also lehnt euch zurück, entspannt euch und schaut euch das Video an und vielleicht könnt ihr euch den ein oder anderen Tipp von mir abholen und es in eure kommende Routine einfach mit einbringen. Also viel Spaß beim Video und jetzt zum Tutorial. Das erste, was ich machen werde, ist meine Haare zu unterteilen und je nachdem, wie viel Haare ihr habt, macht ihr 3 Unterteilungen, 4 Unterteilungen. Ich mache jetzt hier erstmal eine und werde danach noch eine zweite machen. Dafür dödel ich das oben einfach ein und kämme meine unteren Haare durch. Ihr wollt keine Knoten haben, denn wenn sie wirklich glatt und seidig sind, ist es am besten, sie zu locken. Hier habe ich einmal den Untersatz und ihr habt eine Wärmestufe-Regelung, einmal wärmer und kälter und unten dann den On-Off-Knopf und dann beginne ich auch schon direkt mit der ersten Locke. Dieses Set hat 3 Aufsätze, ihr werdet es nachher nochmal sehen. Ich nehme mir einfach eine kleine Strähne und den höchsten bzw. den dicksten Aufsatz, der hat 32 mm. Und dann wickele ich einfach meine Strähne vom Gesicht drumherum, lasse sie ein bisschen dran, dann nehme ich den Lockenstab weg und lasse die Locke ein bisschen in meiner Hand abkühlen und kümmere mich auch schon direkt um meine nächste Strähne. Hier seht ihr noch einmal das Set, es ist das Grundset und die einzelnen Stäbe auszutauschen ist wirklich einfach. Ihr drückt einfach auf den Knopf und nehmt euren Stab ab und setzt einfach genauso wieder den neuen Stab rauf. Das ist wirklich nicht schwer und somit könnt ihr eben die Festigkeit eurer Locken variieren. Der zweite Schritt, den ich machen werde, ist einmal wieder die Unterteilung. Das heißt, ich habe 3 Unterteilungen. Und meine mittlere Unterteilung, sprich die ich jetzt gerade mache, werde ich ein bisschen anders behandeln. Und zwar möchte ich da vorher nochmal mit Haarspray den Ansatz ein bisschen voll machen und dann mit einem Toupierkamm extra Volumen schaffen. Ich mache es gerne in der mittleren Schicht, damit man sie sozusagen nicht so gut sieht, da ich oben noch eine untoupierte Schicht einfach rauflege. Und das gibt mir einfach ein bisschen extra Volumen. Hier sieht man schon, wie schön das absteht. Das wird später natürlich nicht so deutlich sein. Aber für jetzt hilft es mir auf jeden Fall, das ein bisschen besser zu machen. Das toupierte Mittelteil werde ich genauso locken wie auch mein unteres. Mit einem kleinen Unterschied. Ich werde hier, wie ihr hier schon seht, die Strähne einmal vom Gesicht weg und die nächste Strähne zum Gesicht hin locken. Das gibt mir einfach so ein bisschen die Freiheit und unterstützt diesen Beachy-Effekt. Aber falls euch das ein bisschen zu viel ist, dann lockt es einfach alles in eine Richtung. Das spielt überhaupt keine Rolle. Hier könnt ihr noch einmal das Set sehen. Es ist das Titan 3 Set und es hat 3 Aufsätze. Es gibt einmal die größte Größe hier, die ich auch im Tutorial benutze. Das sind einmal 32 mm Durchmesser. Dann gibt es die mittlere mit 25 mm Durchmesser und eine kleine mit 19 mm Durchmesser. Damit könnt ihr natürlich variieren, wie ihr eure Locken drehen wollt. Zum Schutz gibt es natürlich noch einen Handschuh, den ich aber nicht benutze, da ich meine Locken nicht komplett bis zum Ende um den Stab drehe.
Hier bin ich auch schon am Ende angekommen und mache meine letzte Strähne. Die tue ich immer vom Gesicht weg. Dann löse ich sie und habe hier schon das fertige Ergebnis. Als nächsten Schritt werde ich einmal meine Locken mit der Hand so ein bisschen durchwuscheln, damit man schon einzelne Locken sieht, aber sie wirklich nicht so wie Zäpfchen runterhängen, falls ihr wisst, was ich meine. Und ich kämme sie nicht gern durch, weil ich dadurch finde, dass sie zu wuschig werden. Deswegen gehe ich einfach mit den Händen ein bisschen durch. Was ich noch gerne mache, was ihr aber nicht braucht, ist die vorderen Ansätze ein bisschen zu toupieren, sprich meine vorderste Strähne, damit sie mir nicht so ekelhaft im Gesicht rumliegt, sondern einfach toupiert nach hinten ist. Hier seht ihr einmal den Effekt, den ich damit erziele. Das könnt ihr natürlich aber auch lassen. Ganz wichtig für mich ist natürlich auch das Haarspray, damit die Locken auch den ganzen Tag halten und sich nicht so schnell raushängen. Hierfür verwende ich einfach eins von Gatsby. Und voilà, hier seht ihr meine Locken. Das Ergebnis finde ich wunderschön. Sie sind eben nicht so streng, sondern beachig und locker. Und dieses Ergebnis bekomme ich unglaublich gut durch diesen 32 mm Stab. Der schafft mir einfach so einen großen Durchmesser, dass alles ein bisschen locker aussieht. Also ihr Lieben, das war's von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch auf jeden Fall auch meine anderen Videos an und zu diesem Video schaut auch auf jeden Fall die Infobox an. Wie gesagt, ihr bekommt 40% und freies Shipping, also eine freie Überfahrt, einen freien Versand innerhalb des US-Raumes. Für manche, ich weiß nicht, ob vielleicht jemand von euch dort lebt. Falls nicht, dann ist 40% auf jeden Fall auch viel und die Versandkosten nicht teuer. Ja, ich hoffe, das Produkt hat euch gefallen, meine Anwendung hat euch gefallen und das Ergebnis hat euch gefallen. Wir sehen uns dann wie immer bei meinem nächsten Video. Bis dann, alles Liebe. Ciao.